Ja, in Gesprächen mit Berufskollegen hört man oft, was macht ihr denn da? Und wenn man dann erläutert, dann kommt auch wirklich nur, das ist sehr interessant und also es trifft auf jeden Fall auf Zuspruch. Und man merkt, dass ein Umdenken stattfindet. Und auch von der seitens der Bevölkerung haben wir, seitdem wir die Artenvielfaltsmaßnahmen auf unserem Betrieb umsetzen, wirklich Dankeschreiben bekommen, was für uns auch was Neues war. Und wo einem dann auch das Herz aufgeht und was dann die Maßnahmen auch mitbezahlt, so gefühlt. Und hier haben wir am 20. Oktober unsere Braugerste Leandra ausgesät mit halber Saatstärke und doppeltem Reihenabstand. Und als Untersaat haben wir ein Gemenge aus 6 verschiedenen Kleesorten. Da ist Rotklee drin, Weißklee, Espasette, Hornklee, Schwedenklee. Ziel der Maßnahme ist es, Amphibien-Rückzugsorte zu geben, da wir keinerlei Pflanzenschutzmittel einsetzen auf den Flächen oder den Teilflächen. Zum anderen wird die Feldlerche gefördert, da der Bestand luftig ist und es dann attraktiver ist für den Vogel, sich hier niederzulassen. Zum Pflegeaspekt der Maßnahme, falls doch früh nach der Aussaat sich eine Verunkrautung abzeichnet, kann man gegebenenfalls striegeln oder in der weiten Reihe auch hacken. Das sollte man auf jeden Fall vor der Aussaat der Untersaat tun oder gegebenenfalls in Kombination mit einer Säbox auf Striegel oder Hacke, sodass man möglichst wenig Bewegung ins Feld bringt. Und sonst, wenn die Etablierung der Untersaat gut klappt, ist die Maßnahme extrem pflegeleicht und man hat nach der Aussaat der Untersaat keinen weiteren Schritt außer zu ernten. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich, dass die Bodenfruchtbarkeit auch steigt, weil ich durch die verschiedenen Kleesorten eine extreme Durchwurzelung meines Bodens erreiche, durch die Stickstoffanreicherung auch der Leguminose eine Ersparnis für mich habe oder auch den Einsatz von Wirtschaftsdüngern einsparen kann für zum Beispiel in der Kultur und in der Folgekultur, was in den heutigen Zeiten durchaus attraktiv ist. Die Maßnahme mit dem Wintergetreide machen wir jetzt zum ersten Mal. Die Jahre davor war es immer im Sommergetreide. Aber aufgrund der Trockenheiten in den letzten Frühjahren haben wir uns entschieden, umzusteigen und es in Wintergetreide zu probieren und sind auch echt begeistert von den Ergebnissen und freuen uns schon auf die Ernte.